Wache Köln-Mülheim. Eine junge Mutter macht sich Sorgen, da ihr Sohn großen Mist gebaut hat. Christian Reuter erfährt Details. So, jetzt müssen Sie mir noch mal erzählen. Also, er hat mit Ihrem Handy jetzt aus Ihrer Liste irgendwelche Leute angerufen? Ja, genau. Also, ich war Wäsche waschen zu Hause, was man so tut, ne? Und mein Kind war in seinem Kinderzimmer am Spielen. Und ich habe ihn erwischt, dass er mit meinem Handy rumgespielt hat und sämtliche Leute angerufen hat. Aus meiner Kontaktliste hat er sich die rausgesucht. Und hat sozusagen Feuerwehrmann gespielt. Das Problem dabei ist, er hat jetzt den Leuten erzählt, dass eine Bombe verlegt worden ist, irgendwo in Köln oder mehrere oder was auch immer. Und er jetzt als Feuerwehrmann sozusagen in die Wohnungen gehen soll, um die dann quasi abzusichern. Und ja, die Leute sollen teilweise ihre Wohnung auch verlassen und so weiter. Jetzt habe ich schon die meisten Kontakte abtelefoniert, aber ich habe nicht jeden erreicht. Und ich denke, dass... also mir fiel jetzt nichts Besseres ein, als zu Ihnen zu kommen, zur Polizei, weil ich habe jetzt echt Sorge, dass da jetzt irgendwie ernsthafte Probleme entstanden sind. Kannst du nicht machen, ne? Das kriegen die Leute ja Angst und dann rufen die Polizei und dann muss die Polizei da hinfahren. Dann ist richtig was los und aber eigentlich ist gar nichts los. Und dann fehlt die Polizei oder die richtige Feuerwehr, die fehlt dann irgendwo, wo es vielleicht wirklich brennt, ne? Wenn die unterwegs sind. Weil du so einen Spaß gemacht hast, ne? Machst du nicht mehr, ne? Mhm. Also wie gesagt, ich bin... Oh, Entschuldigung, ich muss mal gerade dran gehen, ja? Ja, Mama? Moment. Ja. Dann kann ich heute Abend bei dir schlafen. Sie haben hier eine Bombendrohung gekriegt. Die Feuerwehr hat mich eben angerufen. Ich soll sofort meine Wohnung verlassen. Hier ist irgendein Verrückter, der hier alles in die Luft sprengen will. Mama, warte mal kurz, ja? Ich kann das mal schnell aufklären. Lino hat sich einen Spaß erlaubt, der spielt Feuerwehrmann gerade und hat sämtliche Leute angerufen und denen erzählt, dass... Nee, das war nicht Lino, das war eine tiefe Männerstimme, also das kann nicht sein. Bis später. Mama! Wo wohnt Ihre Mutter denn? Weidenkamp, 23. Also sie wird ja ihren Enkel... Männerstimme, also... 23? Ja, 23. Mal gerade gucken, aber dann wüssten wir, wenn jemand... Zumal traue ich meiner Mutter jetzt zu, mal ihren Enkel zu erinnern. Würde ich jetzt auch sagen, aber da ist jetzt nichts. Also da haben wir jetzt nichts. Die geht nicht mehr dran, nee. Warten Sie mal gerade einen Moment. Ich schicke mal eine Streife, Sie sollen mal da vorbeifahren, sollen mal gucken, was da los ist. Ja. Nur wenig später treffen Daniel Klattmann und Anne Leuschner bei der Rentnerin ein. Schnell ist klar, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Aber hier ist das direkt. Ja, hier ist es. Hey, warte mal, was ist denn mit dir? Bleib mal stehen. Ja. Verdammt doch mal! Soll die Türe aufmachen? Hey! Die Polizei! Beruhigen Sie sich mal. Nee, ich will meinen Sessel haben. Ich bin extra eine Stunde hier hingeeiert von Duisburg. Ja, aber doch, gestern einen Sessel von der Frau gekauft. Ja, ist ja gut, aber da können wir doch nichts für. Sie mal jetzt ruhig. Da brauchst du nicht abzuschreien hier. Ja, ich bin einfach sauer. Hallo. Wie ist Ihr Name? Mann. Müller. Kai. Ja, moin, Herr Müller. Klattmann, hallo. Sie wollen Ihren Sessel wieder haben? Ja, nee, alles nicht klar. Wieder haben. Ich habe gestern im Internet von dieser Frau einen Sessel gekauft. Mhm. Ich bin über eine Stunde hier hingefahren und möchte jetzt meinen verdammten Sessel haben. Alles klar. Ist das denn auch Ihre Mülltonne? Gehe ich jetzt nicht von aus, oder? Nö, meine ist das nicht. Das ist die Mülltonne von der Frau Stroh. Ja, sehen Sie, da haben Sie ja schon mal fast eine Sachbeschädigung begangen, so wie ich das hier sehe. Ja, ne? Und es ist mir relativ egal. Ich will meinen Sessel haben. Zeitung haben Sie den Sessel schon bezahlt? Ja, natürlich. Okay, so. Wie denn? Online. Schreien Sie mich bitte nicht so an, sonst wechseln wir. Herr Müller, wir sind da auch mal wegen einer ganz anderen Sache. Ich würde jetzt bitten, gehen Sie einfach, kommen Sie morgen wieder, halten Sie Rücksprache. Ja, ich fahre jetzt nicht nochmal. Herr Müller, hören wir jetzt zu, alles klar? Sie verlassen jetzt erstmal das Grundstück, wir sind wegen einer anderen Sache hier. Und Sie halten Rücksprache, wie auch immer, mit der Frau. Aber auf jeden Fall verlassen Sie jetzt das Grundstück, kriegen jetzt von mir einen Platzverweis. Alles klar? Oh, nee, also. Herr Müller, alles klar, jetzt sofort. Oh, verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Toller Typ. Guckst du dir das mal an? Eigentlich hätte er aufräumen müssen, aber ja, gut. Müssen wir gleich mal die Dame fragen, was sie davon hält. So, was ist denn hier? Beide klingeln, Frau Schroth. Machen wir noch beide klingeln hier. Zack, zack. Hallo, Hilfe. Hilfe? Siehst du irgendwas? Nee. Hörst du das? Ja, ich höre. Warte mal. Na, dein Einsatz. Haha. Okay, komm, zack. Ja. Ja, läuft doch. Läuft. Oha. Ach Mensch, was ist hier denn los? Was sind ist Sie mit die Ihnen? Frau Schroth? Ich bin Frau Schroth, ja. Alles klar. Alle Dude, wie geht's Ihnen denn? Warten Sie mal.
Wann? Wo ist denn derjenige, welche der ihn das der angetan hat? Der ist da hochgelaufen. Der ist kurz mal kicken. Der ist, ja, der ist da hochgelaufen. Ist der bewaffnet oder sowas? Ich mal gucken, ich komme rein. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warten Sie mal. Die Polizei. Kommen Sie mal hoch. Die Polizei ist hier. Kommen Sie mal. Oh, ei, 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 ei. Oh. Alles gut? Ja, danke. Oh. Sind Sie denn so irgendwie verletzt? Nee, ja, aber mir tun die Beine weh, wenn du so eine ganze Zeit da so gelaufen bist. Dieser Typ. Wie ist denn der reingekommen, sagen Sie mal? Der hat geklingelt, und weil das hieß ja die Feuerwehr, Bombenalarm und... Der ist gesprungen! Der läuft in den Garten! Scheiße. Stopp, 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 stopp! Um ihr Tackle. Los, sehr gut. So, Hände auf Rücken. Hast du Handfesseln? Uns ist natürlich recht schnell klar geworden, dass es sich hier bei dem Feuerwehrmann um die Tatverdächtigen handelt. 1,80 groß, Vollbart, in Feuerwehrklamotten. Wir konnten natürlich feststellen, dass ein deutscher Feuerwehrmann nicht alleine in ein Haus reingeht, um eine Bombe zu entschärfen. So arbeitet keine Feuerwehrbehörde der Welt. Uns war dann halt recht schnell klar, es muss hier wohl ein Trickbetrug vorliegen. Zur gleichen Zeit erscheint auf der Wache Köln-Mülheim eine verzweifelte junge Frau. Christian Reuter ermittelt den Grund ihres Besuchs. Ich möchte gerne einen Diebstahl melden. Ja. Ist das jetzt passiert, oder? Ja, ich komme gerade aus meiner Wohnung und... Ich müsste nur ganz kurz mal hier... gehen Sie mal gerade hier bitte in das Büro. Okay, danke. Ich komme sofort wieder, ja? So, können Sie sich mal ganz kurz hier hinsetzen, weil ich habe gerade noch da weitere Kundschaft. Okay. Und wir haben gerade einen Einsatz dazwischen bekommen. Ich nehme jetzt erstmal ganz kurz alles auf und komme dann wieder später zurück zu Ihnen. Sie sind die Frau Kühn? Ja, Britta Kühn. So, dann erzählen Sie mal ganz grob, was passiert ist. Also heute Morgen, da habe ich einen Anruf von der Feuerwehr bekommen. Und der Feuerwehrmann sagte, dass Bombendrohung wäre und ich sollte meine Wohnung verlassen. Er würde mich gleich abholen und mich persönlich raus begleiten. Ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen. Das war eine Stimme von einem Mann oder eher von einem Kind oder von einem Jugendlichen? Vom Mann, vom Feuerwehrmann. Also er hörte sich an wie ein Feuerwehrmann. Also schon erwachsen. Das wäre so, als wenn wir jetzt telefonieren würden oder... Naja, ja. Nein, das war definitiv eine ausgewachsene Männerstimme. Und wie viel Uhr war der Anruf denn? So gegen 10. Ja. Und dann hat er gesagt, er würde mich gleich abholen kommen und also mich rausbegleiten. Und ungefähr eine Stunde später war er dann da und hat mich rausbegleitet, hat vorher aber noch alle Fenster begutachtet, ob die auch wirklich zu sind. Und er hat auch richtig... Sah aus wie ein Feuerwehrmann, komplette Kleidung. So, dann hat er sie abgeholt, hat auch vorher die ganzen Fenster kontrolliert. Hat alles kontrolliert, ob alles zu ist und hat mich dann mit rausgenommen und hat gesagt, ungefähr in einer Stunde könnte ich dann wiederkommen. Und da ich eh noch Besorgungen machen musste, kam mir das dann auch ganz... ganz gelegen, dann habe ich das eben vorgezogen und dann kam ich nach Hause und dann war mein kompletter Schmuck weg. Der Schmuck war weg, also meine Perlenringe und meine Goldringe, der Ersatzschlüssel war weg, das Medaillon war weg, das ist alles weg. Zeitgleich weigert sich der mutmaßliche Täter am Einsatzort in Köln-Nippes zu kooperieren. Doch dann macht Anne Leuschner eine entscheidende Entdeckung. Aha. Daniel? Ja? Hab was. Ja, ich hab hier auch noch einen, so ein Feuerwehrmann. Ich glaube, ich hab den Grund seines Erscheinens hier gefunden. Ich gehe mal davon aus, da sind jetzt keine Zigarren oder so drin. Die können natürlich auch teuer sein, aber... Sollen wir mal. Ja. Wollen wir ihn mal mit drin nehmen und dann fragen wir mal die Geschädigte hier, ob das von ihr ist? Würde ich sagen, weil die Frau Stroth. Stehen Sie mal auf. Kommen Sie hoch, Alene? Ja. Sind die auch alleine runtergekommen? Kommen Sie mal. Na gut, ich habe schon was geholfen. Na ja, gut. Sind Sie verletzt? Sind Sie wehgetan? Ja, wahrscheinlich nicht von mir, sondern vom Sprung vom Balkon da. Aus den 25 Metern. Die Rentnerin hat den Täter zuvor nicht aus der Nähe gesehen. Doch als sie ihn jetzt genauer anblickt, fällt ihr direkt etwas auf. Du bist doch der Schwager von meiner Tochter. Der Nils, ne? Sie kennen ihn? Ja, ja. Der ist doch noch nicht mal zur Beerdigung von meinem Schwiegersohn gekommen. Der Nils, okay. Nils fällt, ja. Sagen Sie, ist das ihr? Das haben wir nämlich jetzt im Garten bei Ihnen gefunden. Nee, ist nicht mein. Okay.
Wir haben ja dann auf dem Fluchtweg unseres Täters tatsächlich ein Kästchen mit ziemlich gut aussehendem Schmuck gefunden. Und klar, der Verdacht war erstmal nahe, dass es der Schmuck von der Frau Stroth ist, war es aber nicht. Und wir haben dann erstmal auf der Wache nachgefragt und sind da ja dann auch fündig geworden. Die Tochter der ausgeraubten Rentnerin trifft inzwischen auf der Wache auf ihre beste Freundin, die von einem Feuerwehrmann bestohlen wurde. Deren geklauter Schmuck wurde bei dem Täter sichergestellt. Die Polizisten stellen den Mann zur Rede. Ist schon klar, dass wir jetzt Diebesgut noch aus einer anderen Straftat bei Ihnen gerade gefunden haben, oder? Können Sie uns das mal erklären? Es ist heute nicht das erste Haus, in dem ich bin. Okay, jetzt nochmal. Sie sind Beschuldigter mehrerer Straftaten. Sie können was dazu sagen, Sie brauchen nichts dazu sagen. Okay? Gleichzeitig sind Sie vorläufig festgenommen. Ich spreche Ihnen hiermit die vorläufige Festnahme aus. Alles klar? Gut. Ich möchte aber was sagen. Ja, dann. Hauen Sie raus. Also, ich wollte eigentlich mein Leben wieder in den Griff bekommen. Und ich habe bis jetzt mein Studium abgebrochen. Ich habe nie einen Job gefunden. Vor 2 Jahren ist mein Bruder gestorben. Das war eigentlich der Einzige, der irgendwie noch zu mir gehalten hat. Ich bin einfach weggefahren. Mhm. Aber irgendwie habe ich Juli und Lino, meine Nichte. Ja, den kleinen Lino haben wir schon mal kennengelernt heute. Habe ich irgendwie vermisst und deswegen bin ich wieder zurückgekommen, weil ich eigentlich mir einen Job suchen wollte, ein neues Leben anfangen wollte und einfach wieder Teil deren Leben sein wollte. Ja, und dann haben sie doch irgendwas mit dem Neffen, dann haben sie doch irgendwas mit ihm abgekaspert, oder nicht? Ich war dann heute Morgen zum Frühstück bei denen und die haben sich auch echt gefreut. Ja. Und dann habe ich mit Lino gespielt und er hatte so ein Feuerwehruniform an und ja, da kam mir irgendwie diese bescheuerte Idee. Und dann habe ich Lino gefragt, ob er von seiner Mutter kurz das Handy holen kann. Und deswegen haben wir dann ein paar Leute angerufen und ihm habe ich halt erzählt, das wären Telefonstreiche. Sie haben angerufen und der Lino oder nur der Lino? Nee, ich habe angerufen. Also beide? Ja. Der Junge versprach, nichts zu verraten und gab sich deshalb als Anrufer aus. Da er seinem Onkel auch die Adressen der Angerufenen verriet, nimmt Christian Reuter dem 7-Jährigen ein Versprechen ab. Machst du nicht nochmal, ne? Hast du versprochen, ne? Ja. Also ich glaube, das macht jetzt hier keinen Sinn. Ja, sehe ich genauso. Ich kenne meinen Sohn und ich weiß, wenn der einmal ein Geheimnis... Genau, jetzt kommt ja dann sowieso, die Kollegen kommen rein, das wird dann hier geklärt. Der Täter wird wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls angezeigt.